Guten Tag, mein Name ist Jaco Kümmel. Ich bin Gynäkologe und spezialisiert auf die Behandlung von Brustkrebspatienten. Ich bin Gustav Dobusch, Internist und spezialisiert auf Naturheilkunde und wir behandeln Patienten mit Krebs gemeinsam. Davon handelt unser neues Buch Gemeinsam gegen Krebs. Die Art und Weise, wie die Medizin heute Krebs behandelt, wandelt sich zunehmend. Fast täglich kriegen wir neue Forschungserkenntnisse zu unseren Krebstherapien. So verdoppelt sich das Wissen zum Thema Brustkrebs alle 2 Jahre. Dank moderner Gentests kann die Therapie immer mehr persönlich auf die Erkrankung des Einzelnen zugeschnitten werden. Und so lernen wir immer mehr, dass die Chemotherapie nicht immer das Allheilmittel für die Patienten ist. Individualisierung ist auch schon je ein Ansatz der Naturheilkunde gewesen und deswegen passt sie auch so gut zur modernen Krebstherapie. Die Naturheilkunde sieht den Patienten als Ganzes und nicht nur das erkrankte Organ. Das heißt, Körper, Seele und Geist sind betroffen und werden auch gemeinsam behandelt. Und es spielen eine ganz entscheidende Rolle, wie die Ressourcen des Patienten sind, wie seine Biografie sind und wie seine Konstitution ist. Das heißt, es wird naturheilkundlich eine sehr stark individualisierte Therapie für den Patienten gestaltet und die passt sich sehr gut mit der neuen individualisierten Therapie der modernen Onkologie an. Das bedeutet, wenn man Gentests anwendet, um herauszufinden, wer wirklich eine Chemotherapie braucht und wenn ja, welche, zusammen dann auch noch die Nebenwirkungen bekämpfen kann, dann hat man eine optimale Therapie für die Patienten erreicht. Und mehr über die Zukunft der Krebsbehandlung erfahren Sie in unserem Buch.